So, hoffen wir mal, dass wir heute keine Probleme haben mit, Stream und so weiter. Mal schauen. Okay, also. So, letztes Mal sind wir durch die komische Höhle gegangen. Jetzt sollen wir mal zu dem Lineback-Typen gehen. Da du dieses bemerkenswerte Schiff an, was hältst du davon? Ja, sieht gut aus. Oh, sieh dir an. Was für ein Schiff, so eine stolze Schönheit. Wenn ich sie betrachte, vergesse ich die Zeit. Oh, wenn sie doch nur mein wäre. Sie gehört einem Kapitän namens Lineback. Ein furchtloser Kerl, wie man hört. Er hat die ganze Welt bereist und jedes Hindernis überwunden. Was? Du suchst nach Lineback? Der Kapitän hängt immer in der Bar rum. Aber ich habe ihn die letzten 2, 3 Tage nicht mehr gesehen. Vielleicht weiß der Barbesitzer, wo er hin ist. Ist das die Bar? Nein. Das ist wahrscheinlich die Bar. Neuer Kunde, oh, herzlich willkommen. Viele Einheimische kommen hier vorbei, um sich auszuruhen. Ein bisschen leer im Moment. Aber bist du nicht etwas jung, um hier zu sein, will dir ja nicht zu nahe treten. Komm wieder, wenn du etwas älter bist. Du suchst nach Lineback? Klar kenne ich den. Bis vor kurzem war er oft hier. Lineback ist zum Tempel des Meereskönigs losgedüst. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten, aber er ist auf und davon zur nördlichen Seite unserer Insel. Er ist wirklich ein Draufgänger. Habe ich richtig gehört, er ist zum Tempel des Meereskönigs? Hör gut zu, junger Mann. Der Meereskönig beherrscht über diese Welt. Und der Tempel wurde ihm zu Ehren gebaut und für niemand anderen. Leider ist der Tempel mit einem Fluch belegt, der jedem, der ihn betritt, das Leben aussaugt. Keiner traut sich mehr in den Tempel, also schlag es dir aus dem Kopf. Ich weiß nicht, wo dein Freund hin ist, aber ich sage dir eins. Bleib dem Tempel fern. Ja, halt dich fern, das machen wir alle. Aber hin und wieder kann einer der Versuchung nicht widerstehen. Was, wo er ist, genau hier auf deiner Karte. Aber du wirst doch nicht wirklich hingehen, oder? Doch. Oh, ist das dämlich. Wenn man zu oft rollt, dass einem schwindelig wird. Wieso haben die das eingebaut? Das ist unnötig. So, Tempel. Yay. Ah, das ist also der Tempel des Meereskönigs. Die Legende sagt, dass der Tempel zu Ehren des Meereskönigs gebaut wurde. Aber der Tempel ist ziemlich heruntergekommen und saugt jedem das Leben aus, der ihn betritt. Trotzdem müssen wir Lineback finden. Gehen wir in die Höhle des Löwen. Link. Okay. Tempel des Meereskönigs. Okay, unser erster Tempel. Es ging schnell. Wow, schau, Link. Sieht aus wie das Skelett von jemandem. Was macht es hier? Tot sein? Das wird doch nicht Lineback sein. Ich bekomme es wirklich mit der Angst zu tun. Hey! Warte, Link, hast du was gehört? Hey! Okay, ich habe definitiv was gehört, du nicht? Hey Link, da drüben ist jemand. Hey, du da drüben, ja, dich meine ich, dich. Du kommst gerade recht. Was für ein Segen für dich wie für mich. Jetzt hilf mir. Ach ja, das ist Lineback. Hey, hörst du schlecht? Ich sagte, hilf mir.
Was blärt ihr hier so rum? Für jemanden, der gerettet werden will, ist er ganz schön unhöflich. Was sagst du da? Oh, ist die geschwätzige Fee, die bei dem alten Mann lebt. Okay, hab verstanden. Hör mal, kannst du mir helfen? Hör gut zu, was ich zu sagen habe. Okay. Ich weiß, du bist noch ein Kind, aber bitte hör gut zu. Ich bin hier gefangen und weiß nicht, was ich tun soll. Normalerweise würde ich mich selbst befreien, kein Problem, aber... Ich habe mir den Knöchel verstaucht und kann mich nicht bewegen. Wirst du mir helfen? Klar. Ich wusste, du wirst mir helfen, Kleiner. Nun denn. Unternimm irgendwas wegen diesen verdammten Stacheln. Sicherlich gibt es irgendwo einen Mechanismus, der diese Falle entschärft. Verstanden, Lineback. Warte nur einen Moment hier. Lass uns ihm helfen, Link. Okay. Oh hey, warte mal, da ist etwas, das ich vergessen habe, dir zu sagen. Wenn man in diesem Tempel herumläuft, wird einem die Lebenskraft ausgesaugt. Warum sagst du das denn nicht früher? Das ist ziemlich wichtig, weißt du? Das haben wir doch schon ein paar Mal gehört, Fee. Ist nichts Neues. Lass mich ausreden. Renn ich gleich davon, ich weiß, es klingt schaurig. Es ist nicht so, dass der Tempel dir die ganze Zeit über das Leben aussaugt. Ich weiß nicht, warum, aber solange wir auf Böden wie diesen hier stehen, sind wir in Sicherheit. Schau auf die Karte, siehst du die lila Stellen, dort bist du sicher. Also zugehört, alles verstanden, ja. Halt dich wacke, Kleiner, ich zögere nicht, Krüge zu zerbrechen. Und hol mich schnell hier raus. Okay. Okay. Genau so. Ruhe. Da war nichts drin. Was? Nein, sie ist leer. Ich frage mich, ob uns jemand zuvor gekommen ist. Ja. Ja. Kann es sein, der kleine Junge hat es wirklich geschafft? Okay, das ist das Stichwort für mich abzuhauen. Freiheit! Zack. Wow, okay. Puh, Zeit für eine Verschnaufpause. Ey, sagtest du nicht, dein Bein sei verstaucht? Dabei kannst du problemlos laufen. Du sagtest, du bräuchtest unsere Hilfe. Ha! Ist ja nicht so, dass du mich gerettet hättest. Ey, Kleiner. Du bist ganz schön mutig für jemanden deiner Größe. Nicht so mutig wie ich, aber trotzdem mutig. Du heißt also Link, wie? Was für ein seltsamer Name. Mein Name ist Lineback. Ich bin ein waschechter Seemann. Cool, was? Es lief so gut am Anfang. Aber dann bin ich in diese fiese Falle geraten. Dieser Ort saugt einem die Lebenskraft aus, wenn man es zulässt. Was für ein garstiger Tempel. Übrigens, was machst du eigentlich hier? Und was willst du von mir, Kleiner? Schiff fahren. Was? Du suchst nach dem Geisterschiff? Also willst du auch an seinen Schatz ran? Schatz, machst du Witze? Link versucht, seine Freundin zu retten. Sie wurde von dem Geisterschiff entführt. Wir hofften, du wüsstest mehr darüber. Ach, wirklich? Huhu, wie süß. Mir kommen gleich die Tränen. Was ist denn das für ein Sack? Link, ich mach nur Spaß, ich mag dich. Wenn es darum geht, dann bin ich dabei. Ich suche hier auch nach Hinweisen auf das Schiff. Leider habe ich mir das Bein verstaucht. Nur einen Schritt, bevor ich dieses Verlies erkunden konnte. Lügner, ich habe dich doch laufen gesehen. Nein, hast du nicht. Mein Knöchel pocht immer noch. Der Schmerz ist unerträglich. Autsch, autsch. Oh, tut das weh. Jedenfalls. Ihr wollt mehr über das Schiff erfahren? Geh ohne mich, Kleiner. Geh und schnapp dir den Hinweis auf das Schiff. Er müsste da sein. Wir brauchen ihn, um das Geisterschiff zu finden. Verstanden? Du hast doch bloß Angst. Von wegen. Normalerweise wäre ich der Erste beim Erkunden. Aber ich weiß, wie viel das Link bedeutet. Ich lasse ihm die Ehre, seine Freundin zu retten.
Jedenfalls, nimm das hier mit, Kleiner. Ich habe diesen Schlüssel gefunden, könnte helfen. Okay. Du weißt, was zu tun ist, also mach hinne. Oh, und schlag dich wacker, Kleiner. Das ist eine Seekarte halten. Ui. Liefert sie vielleicht einen Hinweis auf das Geisterschiff? Bringe sie auf jeden Fall zu Leinbeck. Yay! Schau dir diese alte Seekarte an. Ich frag mich, ob das der Hinweis ist, von dem Leinbeck gesprochen hat. Hey, wo ist Leinbeck? Er hat vielleicht Nerven, uns alleine hier alleine reinzuschicken. Wenn wir ihn finden, werde ich ihm ordentlich den Marsch blasen. Da ist er ja. Oho, da seid ihr ja. Wie sieht's aus? Habt ihr den Schatz mitgebracht? Was redest du da? Trotz verstauchtem Bein bist du ja schnell davon gelaufen. Was? Ich bin nicht geflohen. Ich habe mir nur Sorgen um mein Schiff gemacht. Komme, was wolle. Ein Seemann vergisst niemals sein Schiff. Aber sag schon, kleiner Affe. Was war in der Schatztruhe? Warum Affe? Ah, eine Karte. Zeig sie mir. Was ist das? Irgend so eine alte Seekarte? Ah, jetzt verstehe ich. Das ist eine Schatzkarte, wie wir Abenteurer sagen. Wenn wir ihr Geheimnis lüften, können wir den Schatz, das heißt das Geisterschiff, finden. Zurück zum Schiff. Ich werde das Geheimnis der Karte lüften. Was denkt er sich? Rennt mit unserer Karte weg, als wäre es seine eigene. Was machen wir jetzt? Gehen wir zu Leinbecks Schiff, Link? Ja, würde ich sagen. Ah, Großvater Sivan, was machst du denn hier? Die Brücke ist repariert. Da dachte ich, ich schaue mal nach euch jungen Leuten. Aber Link, dass du lebend aus dem Tempel zurückgekehrt bist. Du bist zwar noch ein Kind, aber schon sehr mutig. Du hast mich doch in diesen tückischen Tempel geschickt, Opa. Wer den Tempel unvorbereitet betritt, wird ihn als fürchterliche Tortur erleben. Und die meisten würden zweifelsohne aufgeben und um ihr Leben laufen. Aber offenbar weilen echte Helden unter uns. Stimmt schon, man kann sagen, was man will. Dafür bin ich weltbekannt. Nicht du, du Narr. Du bist einfach nur katastrophal. Wer weiß, was aus dir geworden wäre, wenn unser junger Freund nicht aufgetaucht wäre. Ich war verletzt. Normalerweise würde ich leicht durch ein oder zwei dieser Tempel stürmen. Beruhig dich, Leinbeck, und sag mir, ob du das Rätsel der Karte gelöst hast. Ich hab sie von oben bis unten abgesucht. Sie enthält keinerlei Geheimnisse. Aber warte mal, Opa, was weißt du über diese Karte? Ohoho! Du konntest das Rätsel nicht lösen, oder, Leinbeck? Darf ich mal sehen?
Eine normale Karte würde einfach zeigen, wohin man gehen soll, nicht wahr? Das ist keine gewöhnliche Karte. An einer Stelle ist sie etwas rau. Berühr sie. Bestimmt kannst du ihr Geheimnis offenbaren, Link. I don't know. Oh! Rubbelkarte. Rubbel, rubbel. Hey, schau dir das an. Ein geheimes Zeichen. Zeug. Das Zeichen zeigt die Position einer Insel an, die durch einen Vulkanausbruch entstanden ist. Sie heißt Insel des Feuers. Eine Wahrsagerin namens Astrid lebt dort und sie kann in die Zukunft sehen, Link. Du solltest Astrid fragen, ob sie dir sagen kann, wo das Geisterschiff ist. Das ist also die Insel des Feuers. Ich habe immer vermutet, dass hier etwas sein könnte. Also brauchen wir bloß dorthin zu fahren und Astrid zu treffen. Dann auf zur Insel des Feuers. Sila, ich möchte, dass du mit Link gehst. Du wirst ihm bestimmt sehr helfen können. Und wenn du die äußere Welt siehst, findest du vielleicht auch deine verlorenen Erinnerungen wieder. Mache ich. Freut mich, helfen zu können. Nur ärgerlich, dass wir mit Linebeck herumreisen müssen. Trotzdem freue ich mich, durch die See zu reisen und die Welt zu sehen. Was? Diese kleine, geschwätzige Fee kommt auch mit? Na, was soll's. Okay, die Insel des Feuers wartet auf uns. Bereit, See zu stechen. Bereit, ja. Wenn du nur mit dem Schwerte losziehst, wirst du nicht überleben. Du solltest auf jeden Fall ein Schild besorgen, bevor wir abreisen. Okay. Schild. Du hast kein Schild. Schatzgutachter. Komm, wer der Kunde, kann ich dir helfen? Ich will Schild. 80, perfekt. Wunderbar. So, was ist denn das? 500 Rubine für irgendwas, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist. Cool. Und das Krone von Rucho. Ein seltener Schatz. Okay. So, ich hab ein Schild. Bereit. Komm an Bord, offene Meer ruft uns. Gut, dann lass uns aufbrechen, das weite Meer ruft. Ich überlasse dir die Navigation, während ich mich um die Maschinen kümmere. Rühr das Federsymbol, um deine Navigationskarte aufzurufen. Zeichne einfach eine Linie und das Schiff wird ihr exakt folgen. Probier es aus. Los. Yeah. Beinahe vergessen, siehst du den Motor zu rechten. Berühre anhalten, um anzuhalten und vorwärts, um weiterzufahren. Eigentlich selbstverständlich, ja. Berühre den Rand des Bildschirms. Wenn du dich während der Fahrt umsehen willst, bleib auf der Hut. Berühre ihn oben, unten, links, rechts, um alle Richtungen zu blinken. Goldener Frosch, Matt. Okay, bis gleich, Test. Oh, man kann springen. Das ist schön.
Diesen festgesteckten Kollege hier. Gut. Insel des Feuers. Das muss die Insel des Feuers sein, von der Großvater gesprochen hat. Wir sind da. Bin ich ein guter Steuermann oder nicht? Beeindruckt, Link. Was? Du wusstest noch nicht mal, wo die Insel war. Wer hat uns denn unser Kurs auf der Seekarte gezeichnet? Ja, das war Link. Was? Du Fussel. Du als Laie verstehst es einfach nicht, Fusselfee. Aber du verstehst mich doch, Link. Ja. Ein kluger Junge, siehst du, Link versteht mich. Als Kapitän übertrage ich dir eine wichtige Aufgabe. Geh und finde Astrid, Link. In der Zwischenzeit werde ich hier warten und mich um mein Schiff kümmern. Was? Schickst du wieder uns beide vor? Du bist vielleicht ein Angsthase. Angsthase von wegen. Nun, viel Glück. Ich hab mit den Reparaturen am Schiff zu tun. Okay. Astrid, bist du da drin? Keine Astrid. Wenn dies jemand liest, dann bin ich wohl dem Tod zum Opfer gefallen. Was? Ich gehe nach Osten, um die Fackel zu entzünden. Okay. Oh, wie geheimnisvoll. Ich frage mich, was auf dieser Insel passiert ist. Link. Was? Was war das für ein Geräusch? Das sieht vielleicht nach Astrid aus. Kristallkugel. Was soll das denn? Einen Moment, Link. Ich spüre jemanden auf der anderen Seite der Tür. Astrid. Ja, hast du nicht auch die Schritte von da drin gehört? Aber diese Tür sieht ziemlich fest verschlossen aus. Was sollen wir tun? Hey, lass sie uns rufen. Bereit? Okay, dann ruf jetzt etwas. Laut und klar. Astrid! Markiere die Position der drei Fackeln auf dieser Insel. Astrid! Geht es nicht? Und was war? Mikrofonzeug. Nee, das war's nicht. Von. Ja, doch, das. Nee, da hinten. Ja, wer ist da? Ja, jemand hat dich gehört. Du hast es geschafft, Link. Sind die Monster fort? Bitte lass mich schnell raus hier. Es ist sicher hier draußen, bist du etwa die Wahrsagerin Astrid? Hallo, Betsy. Ja, genau, mein Name ist Astrid. Ich wurde hier drin versteckt, zum Schutz vor den Monstern. Jetzt komme ich nicht mehr heraus. Ich kann die Tür von innen nicht öffnen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber öffnest du die Tür? Ja. Danke und viel Glück. Das wird nicht leicht. Das ist so die Karte, die neben der Tür hängt. Mit dieser Karte kann man irgendwie die Tür öffnen. Aber leider weiß ich nur mein. Leider weiß nur mein Assistent Kashitsuku, wie das geht. Okay, verstanden. Ah. Schon so lang minus. Minus. Dann genau.
Danke fürs Abo. 9 Monate. Unser erstes, oder? Unser erstes Stream-Baby. Keine Ahnung. Erstes oder zweites. Was hast du verpasst? Den Anfang von Phantom Hourglass. Ein bisschen Danganronpa, Hollow Knight. Das Ende von Human Fall Flat. Bisschen Chrono Trigger. Und ein bisschen Tetris. Okay, verstanden. Also müssen wir Kashitsugu finden. Um das Geheimnis zu erfahren. Warte, Astrid, wir holen dich so schnell wie möglich daraus. Okay. Kashitsugu. Der Kashitsugu-Typ hat dir gemeint, der ist nach Osten gegangen. Gehen wir auch mal hin. Plunk. Fahrt zum Berggipfel, kein Durchgang ohne Genehmigung. Olmgo ist nicht der Einzige mit einem Kind. Auch 9 Monate. Dankeschön. Vielen Dank, Rizos. So viele Kinder. Jetzt verstehe ich langsam, warum manche Streamer Daddy genannt werden. Hey! Ein gefallener Abenteuer, schau, Link. Oh weh, ist das Kashitsugu-Typ-Zeug da. Rohe Gewalt bringt dich hier nicht weiter. Ah, ein Geist! Schnappen die Link. Moment mal, einfach so auf mich stürmen. Zeug. Ich muss ja schlimm aussehen, aber ich schwöre, ich bin kein böser Geist. Er hat recht, er sieht nicht aus wie einer von den Bösen. Mein Name ist Kashitsugu. Ah ja. Ich habe früher für Astrid, die Wahrsagerin, gearbeitet. Oh, schau nur, was aus dir geworden ist, armes Ding. Wenn man an das Schicksal glaubt, dann ist es nicht so schlimm. Ich habe auch abgenommen. Doch mache ich mir mehr Sorgen um Astrid. Wenn das so weitergeht, werde ich noch anfangen, bei ihr zu spuken. Astrid haben wir gerade getroffen. Sie bat uns, die Tür zu öffnen, hinter der sie eingesperrt ist. Was? Also geht es Frau Astrid gut? Nun denn, öffne die Tür an meiner Stadt. Öffnet die Tür an meiner Stadt. Dann ist meins schon 1 Monat alt. Yippie. Yippie. Danke, Broken. 10 Monate. Ah ja. Stimmt. Broken hatte das erste Kind. Jetzt habe ich schon 3 Kinder. Ah! Nun, dann öffnet die Tür an meiner Stadt. Ich erkläre euch, wie... Die Positionen der 3 Fackeln auf dieser Insel sind dir Schlüssel. Wenn du dir diese merkst, wird sich die Tür wohl öffnen. Eine Fackel ist gleich hier. Ist. Gib Acht auf Astrid. Ja gut, ich weiß, wo die anderen beiden sind.
15 Herzen drin. Nice. Position, drei Fackeln. Da. Da und da. Hast die richtigen Stellen berührt. Berühren. Danke, dass du die Tür geöffnet hast. Ich kann endlich wieder nach draußen. Nun, du hast die Monster besiegt, also bist du kein gewöhnlicher Reisender. Darf ich dich nach deinem Namen fragen? Natürlich. Link, was für ein schöner Name. Er verbindet sanft Mut und Stärke. Bah! Sagt aber einer gewissen Zahl nur noch Jahre statt Monate. Eieiei. Und sag mir, was bringt dich hier auf diese Insel? Meine Eingebung sagt mir, dass du wegen des Geisteschiffes hier bist. Ja, genau. Link sucht nach seiner Freundin, die vom Geisterschiff entführt wurde. Astrid, wir haben gehofft, dass du uns etwas über das Schiff wahrsagen könntest. So war das also. Das Geisterschiff erschien vor ein paar Tagen vor unserer Insel. Deshalb wurde ich hier versteckt, um seinen furchtbaren Einfluss zu entgehen. Da fällt mir ein, ich habe Kashizuku seitdem nicht mehr gesehen. Astrid, nun, Kashizuku, er ist... Ich verstehe. Ich hatte es gespürt. Genau wie ich es vorhergesehen habe. Aber auch das habe ich vorher gesehen. Was? Genug getraut. Kashizuku hätte das sicherlich nicht gewollt. Soll ich deine Zukunft weiß sagen? Ja, bitte. Bitte wartet oben auf mich. Wenn ihr noch jemanden mitgebracht habt, ruft ihn bitte. Ich komme nach, sobald ich meine Vorbereitung getroffen habe. Das ist also Astrids Haus, ganz wie ich es mir vorgestellt habe. Also, wo ist Astrid? Sie soll uns hurtig die Zukunft weissagen. Seid grüßt. Nun, wenn alle da sind, können wir anfangen. Okay. Ich kann sie sehen, eure Zukunft, eine unheimliche Dunkelheit, das weite Meer und die Stimme des heiligen Lichts. Ich sehe es, ich werde es verkünden, hört gut zu. Wenn du wirklich das Geisterschiff finden willst, Link, musst du bereit sein, mit der Dunkelheit selbst zu kämpfen. Jetzt, wo du das weißt, willst du da Tetra immer noch retten? Ja. Oh, sehr schön. Die Ehrlichkeit in deinen Augen ist kristallklar. Nun geh zum Tempel des Feuers auf dem Gipfel dieser Insel. Du musst die Kräfte der Dunkelheit besiegen, die sich dort eingenistet haben. Dann wirst du finden, was du brauchst, um den vor dir liegenden Pfad betreten zu können. Link, du hast einen starken Willen, der das Schicksal wenden kann. Aber das Licht, das deine Hilfe sucht, wird immer schwächer. Bitte beeil dich. Kraft der Dunkelheit, ey, Link. Mir ist da gerade etwas eingefallen, also werde ich mal zurück zum Schiff gehen. Alles bloß los mit Lineback. Können wir uns nicht um ihn und gehen schnell zum Tempel. Aber damit ich zum Tempel kann, brauche ich eine Genehmigung. Ich habe das Siegel der Tür zum Gipfel gelöst. Ah! Okay, das ist supi. Ah! Hey! Okay, wir können den Tempel des Feuergipfel von hier aus erreichen. Komm, Link, berühre die Tür zum Berühren. Schau, der Vulkan bricht aus, sachte auf fallende Steine. Okay. Whee. Whee.
Hey, das muss der Tempel sein, aber der Eingang ist verschlossen. Geld. Blas die Flammen aus, um Pfad zu öffnen. Wenn der Scheiß funktionieren wird. Moment. Pusten, na. Da bist du wieder. Yay, gepustet. Gut. Jetzt können wir den Tempel betreten. Wir haben es geschafft, Glick. Lass uns deine Macht der Dunkelheit. Lass uns diese Macht der Dunkelheit auseinandernehmen. Yay. Oh, ist das heiß. Dankeschön. Oh nein, da sind überall Flammen. Pass auf, dass du sie nicht berührst. Sei vorsichtig oder du verbrennst dich, Link. Okay. Eile mit Weile, du musst den wahren Pfad beschreiten. Ich frage mich. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Lass uns das notieren. Das habe ich schon gemacht. Um. Oh nein. Tor. Ist der Stock. Oh. Herzen. Was denn jetzt schon wieder?
Reiben? Reiben kann ich. Boomerang! Vortreffliche Waffe, die dem Pfad folgt, den du auf dem Touchscreen zeichnest. Ein Boomerang, weißt du, wie man ihn benutzt? Berühre zuerst das Item-Symbol, um den Boomerang auszurüsten. Zeichne einfach eine Linie und er folgt diesem Pfad, gerade oder kurvig. Probier es aus. Wir erfinden diesen Raum herum, bis du weißt, wie es geht. Aha. An sich gar nicht mal so scheiße, der Boomerang. Ein bisschen ungewohnt. Aber an sich schon nicht schlecht. Hallo Amadeo. Auch mehr Geld. Yeah. Ah, alles klar. Oh, wenn ich Hilfe brauche, frage ich. Im Moment sieht's recht geschmeidig aus. Läuft eigentlich
Zumindest im Moment läuft's noch. Zweiter Stock. Ja, ich weiß, notieren und so weiter. Tempel des Meereskönigs. Kann ich noch nicht wirklich viel zu sagen. War ich ja bisher einmal drin. Und das war auch nur, um den Lineback-Typen zu retten. Da hat man noch nicht so wirklich viel gesehen von dem Tempel. Wow! Was ist das? Das ist ganz schön unheimlich. Ist doof, dass der Boomerang keine Gegner anvisiert irgendwie. Gut im Zeitmanagement. Na, geht so. Sehen wir, wenn es soweit ist. Wenn alle drei Fackeln erleuchtet sind, wird der Pfad sich öffnen. Okay. Dass der Boomerang nicht verbrennt. Masterschlüssel. Was? Das Scheißding muss man mit sich rumtragen. Was? Warum? Wer zurück zum Eingang des Tempels will, springt in das blaue Licht. Oh.
gehört was Böses am Ende der Treppe. Sei vorsichtig, ja, Link. Dieser Tempel beschützt den Lichtgeist der Kraft. Okay. Spirit Tracks wird das mit dem Master Key noch ätzen. Freue ich mich drauf. Blaze, Meister des Feuers. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Der war jetzt nicht so schwer. Rote Fee. Yeah. Ich bin Leaf, Lichtgeist der Kraft. Ich diene dem Meereskönig. Danke, dass du das Monster besiegt hast. Du hast das Siegel gebrochen und ich bin frei. Schau, Link, er ist wunderschön. Er ist der Lichtgeist der Kraft, Leaf. Ja, das hat er mir gerade eben gesagt. Er ist es, von dem Astrid gesprochen hat. Bitte hilf uns, wir brauchen deine Kraft. Ich wurde vor Jahren mit dem Meereskönig weggesperrt, aber jetzt kann ich ihn nicht mehr spüren, was wohl aus ihm geworden ist. Wenn ich mit euch gehe, finde ich es vielleicht heraus. Wenn ihr wollt, werde ich euch gerne helfen. Yeah. Haha. Manchmal ist das Spiel irgendwie ein bisschen sehr laut. Der Lichtgeist der Kraft Leaf hat sich euch angeschlossen. Du solltest Astrid davon erzählen. Okay. Herzcontainer. Cool. Der Vulkan hat sich wieder beruhigt, Link. Das liegt daran, dass du die ganzen Monster besiegt hast. Link, komm, lass uns Astrid davon erzählen. Okay. Ja. Astrid, ich hab Sachen gemacht.
Ey, Kleiner, so hast du die ganzen Monster besiegt? Dann lassen wir Astrid nicht länger warten. Gut gemacht, du hast die Kraft der Dunkelheit besiegt, Link. Somit hast du das Siegel gebrochen, das den Lichtgeist eingekerkert hat. Er wird dir helfen, das Geisterschiff zu finden. Am Ende brauchst du drei Lichtgeister, den der Kraft, den der Weisheit und den des Mutes. Wenn du alle drei hast, besitzt du die Fähigkeit, das Geisterschiff zu finden. Nun sind noch zwei Lichtgeister übrig. Aber ihre Position bleibt mir noch verborgen. Ich spüre, dass dich der nächste Hinweis im Tempel des Meereskönigs auf Melka erwartet. Und zu deiner Unterstützung gebe ich dir das hier. Möge sie dir im Kampf helfen. Eine Flasche. Nein, ein Krafttropfen. Er strahlt stärker aus, aber du kannst ihn nicht benutzen. Ich verstaue ihn erstmal im Sammlungsbildschirm. Okay. Das ist ein Lichtgeisttropfen. Das heißt, wenn du 10 Stück davon sammelst, wird die Kraft des zugehörigen Lichtgeistes stärker. Sicher werden sie dir bei deinem Abenteuer irgendwann helfen. Das Licht, das deine Hilfe sucht, wird immer, immer schwächer. Du solltest keine Zeit verlieren. Du hast es tatsächlich geschafft. Nun sind wir dem Reichtum noch näher, Link. Haha, bin ich aufgeregt. Er hat nichts als Zaster im Kopf. Irgendwann wird er euch nochmal helfen. Dafür bürge ich. Ich hoffe, du hast recht. Okay, lass uns schnell zur Insel Melka zurückkehren, Link. Okay. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Speichere mal ab. Gut. Und ja, machen wir dann beim nächsten Mal weiter hier. Was mich ein bisschen verwirrt ist, warum wir drei Lichtgeister befreien müssen und den ganzen anderen Scheiß machen müssen. Und damit wir das Geisterschiff finden können, überhaupt. Aber am Anfang vom Spiel das Geisterschiff einfach so aufgetaucht ist. Beziehungsweise wir einfach nur an eine Stelle hingesegelt sind mit den anderen Piraten, wo es bekannt war, dass das Geisterschiff da ist. Und dann kommt das Geisterschiff und fertig. Warum können wir nicht einfach zurück an die Stelle gehen und da warten? Ich meine, als wir das erste Mal das Geisterschiff gesehen haben, haben wir auch nicht den ganzen Scheiß gemacht. Das macht keinen Sinn. Aber gut.